Herzlich willkommen am Donnerstag zum Tagesorakel. Ich freue mich, am letzten Tag des Aprils hier dabei zu sein. Heute Abend die große Beltane-Nacht. Also es wird für mich eine lange Nacht werden, in jedem Falle. Aber ich freue mich auf diese große Zeremonie und jetzt schauen wir rein, was die Tagesenergien sind. Wir fangen auch gleich an fürs Element Feuer. Ja, versuche deine Ketten jetzt zu sprengen. Acht Schwerter ist heute der Tag. Du kommst vielleicht nicht richtig gleich in die Kraft hinein, aber es geht darum, dass du dich frei machst von alten Dingen und die jetzt auch loslässt. Für das Element Erde. Zwei Münzen, es kommt zur Veränderung, der Wechsel kommt, also es kommt jetzt die Veränderung, auf die du vielleicht auch schon ganz lange jetzt gewartet hast. Für das Element Luft haben wir acht Kelche. Acht Kelche ist der Aufstieg, das Weitergehen, die Transformation in die nächste höhere Stufe der Liebe, die kommen wird. Also auch hier dockt sich genau das an, was sich aneinander docken soll. Und für das Element Wasser, wow, der Magier. Also das sind jetzt die ganz magischen dabei heute. Ja, entfalte deine Magie. Du hast alles in der Hand, du kannst jetzt alles lenken, alle Elemente sind bei dir. Und ja, Glück auf allen Ebenen. Setze es durch und probiere es aus und prüfe vielleicht auch heute mal dein Glück und auch deine Magie.